So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich hatte ich es ja schon angekündigt, dass ich ein paar Entwicklungsfolgen machen möchte. Abgeguckt worden von Bisafan TV. Nee, aber ich habe mir das ja immer extra aufgespart. Mache ich ja eigentlich immer so. Habe ich letztes Jahr auch schon so bei Gen 4. Und angekündigt hatte ich es, aber die Folgen, die ich aufgenommen habe, die muss ich jetzt wieder nach hinten verschieben und muss jetzt wieder eine Folge zwischendurch drehen, um wieder mal aktuell zu sein. Deswegen niemals Folgen vorproduzieren, weil dann ist das, was ihr redet, eh nicht mehr aktuell und interessant. Immer am besten an dem Tag, wo ihr was aufnehmt, hochladen und alles Aktuelle, was ihr gerade wisst, damit reinpacken. So schlau bin ich aber nicht, deswegen produziere ich immer ein paar Sachen vor und alle denken, was? Was redet der? Jetzt sind wir aber hier angelangt, denn es gibt wieder ein paar tolle News, bevor wir was entwickeln, ein paar tolle News, denn der nächste 5er Raid ist angekündigt. Was wird nach Mewtwo kommen? Jetzt wissen wir es ganz genau. Giratina! Aber nicht irgendein Giratina, sondern Giratina in der Wandelform, was ja schon mal da war und deshalb jetzt schillernd zurückkehren wird. Giratina habe ich damals schon einen 100er bekommen, fehlt nur noch ein Shiny, das wird genial auf jeden Fall, ist abwechslungsreich, da freue ich mich, wieder mal ein Shiny dann in der Sammlung zu haben und darauf zu jagen. Eigentlich dachte ich, wenn Mewtwo weg ist, kann ich mich voll und ganz auf Click konzentrieren und da mit den ganzen kleinen Accounts, die einer Raids machen bei Click, nix da drauf geschissen, denn sobald Mewtwo weg ist, muss ich wieder mit allem, was ich habe, auf Giratina-Jagd gehen für das Shiny. Ich hoffe aber, Click bleibt trotzdem wie Shinux einfach 100 Jahre in den Raids und überall, dass man auch nach Giratina da noch drauf gehen kann. Das Ganze ist also dann ab Montag, der 23. September, 22 Uhr. Denn Mewtwo läuft ja noch bis Montag, 22 Uhr. Und dann könnt ihr also ab Dienstag unserer Zeit ganz normal Giratina in seiner Wandelform raiden mit Chance auf Shiny. Das ist aber nicht alles, denn der neue X-Raid-Boss wurde auch angekündigt. Und nachdem Mewtwo mit Spukball der erste X-Raid-Gegner war und dann von Deoxys in allen möglichen Formen abgelöst wurde, kommt jetzt nach Deoxys wieder Mewtwo mit Spukball in die X-Raids zurück. Und ich habe schon gelesen, manche sagen, was denn das für ein Scheiß, fällt denen denn nichts Neues ein? Aber immerhin besser als Deoxys, nützlicher, krasser, Spukball, immer noch der Legacy-Moves. Alle Mewtwos, die ich mit Spukball aus den X-Raids damals hatte, sind mittlerweile weg. Ich habe die einfach immer getauscht, die waren so begehrt und alle immer, oh, Spukball, brauche ich unbedingt, beste Attacke, Bruder. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass das zurückkommt, wieder mit Spukball, weil Spukball nochmal was richtig Krasses ist, die beste Attacke für Mewtwo und ich mir so wieder ein paar in die Sammlung holen kann und auf Jagd gehen kann, vielleicht endlich ein 100% Mewtwo mit Spukball zu bekommen, als Shiny, denn das ist neu. Damals gab es ja nur Mewtwo mit Spukball und jetzt, wenn es in die X-Raids zurückkehrt, da es mittlerweile ja Shiny verfügbar ist, habt ihr also auch die Möglichkeit, ein Spuktu mit, also ein Mewtwo mit Spukball, ein Spuktu als Shiny zu bekommen. Und das ist natürlich dann die Creme de la Creme, wenn ihr nicht nur ein Mewtwo mit Spukball habt und nicht nur ein Shiny Mewtwo, sondern ein Shiny Mewtwo mit Spukball. Das Ganze ab dem 25. September 2019, sprich alle Einladungen für X-Raids, die ab diesem Tag rausgehen, beinhalten dann schon das Mewtwo. Alle Älteren, wenn ihr jetzt am 24. einen X-Raid habt oder ihr habt am 26., nee, das sind wir zwei Tage davor, ihr habt am 27. einen X-Raid, da ist noch das Alte drin, weil die Einladung, die am 25. rausgeht, geht ja dann für eine Woche später und das müsst ihr so immer entgegenrechnen, aber da wird es eh wieder ein Chaos geben und keiner blickt mehr durch. Das aber dazu, so geht's weiter, Giratina, Shiny, Mewtwo mit Spukball, Shiny, richtig genial und jetzt wollen wir was entwickeln. Generation 5 ist da und was trifft man am häufigsten in der Generation 5? Genau, nämlich Nagelotz. Nagelotz habe ich mir noch ein paar aufgehoben. Ich muss immer zu Platz schaffen für die Beutel. Ich habe hier sogar ein Shiny Nagelotz dabei, was ich geklickert habe. WP10, hatte ich Glück, dass das drin geblieben ist. Ihr seht auch den Unterschied zwischen dem Shiny Nagelotz mit den blauen Augen und dem normalen Nagelotz mit den roten Augen. Wir wollen jetzt aber, was einige schon so gemacht haben, das entwickelt einfach, aber ich möchte es wieder für euch entwickeln, auf Kamera. Wir nehmen also das höchste Nagelotz, was ich jetzt im Beutel habe und entwickeln das. Genügend Bonbons sind ja auch da, da müssen wir auch keine Sonderbonbons reinstecken. Und ich habe das
Ich habe die Weiterentwicklung schon so oft in der Wildnis jetzt gesehen, als Schatten angezeigt, habe die aber extra nicht gefangen, weil ich das eben entwickeln möchte. Das machen wir jetzt, denn Nagelotz entwickelt sich zu, guck mal da, oder wie das heißt. Was ist überhaupt Nagelotz? Ist das ein Biber? Ein Biber, der zu einem Matter wird? Auf jeden Fall richtig genial. So ein Erdmännchen mit Warnweste. Was das sein soll, wer sich sowas einfallen lässt. Neuer Pokédex-Eintrag. Oh, jetzt ist schon wieder was gespoilert. Das habt ihr jetzt im Hintergrund gesehen. Das habe ich nämlich gestern aufgenommen. Aber auf jeden Fall, ist bestimmt keinem aufgefallen, ein Guck mal da mit 1663 WP. Jetzt auch so. Sprich, wenn ich ein Guck mal da in der Wildnis sehe, kann ich das jetzt auch fangen. Muss es nicht immer absichtlich sitzen lassen. Und das Zweite, was wir natürlich auch noch entwickeln wollen, weil es das zweithäufigste ist, in der Nearby-Liste zu sehen war, war Yorklev. Und Yorklev, habe ich immer gedacht, hat nur zwei Formen, also eine Weiterentwicklung, aber es hat ja sogar zwei Weiterentwicklungen und drei. Ihr bräuchtet also auch drei Shinies, wenn ihr die Shiny-Familie wieder auf der Hand haben wollt. Wie ihr seht, habe ich auch ein Shiny, aber da fehlen immer noch zwei. Das sieht irgendwie süß aus mit dem kleinen. Das hat doch ein Herz als Nase, oder? Ist das ein Herz? Und dieser ganz kleine Mund, den es da hat, das sieht auf jeden Fall toll aus. Ist natürlich ein bisschen heller funkelt. Da wollen wir wieder das Höchste nehmen und durchentwickeln. Genügend Bonbons sind vorhanden. Da habe ich auch die Weiterentwicklung schon mal wild gesehen, also schon öfters, aber habe ich natürlich nicht gefangen. Habe ich extra sitzen lassen, weil ich ja das für euch, für das Video, für mich, für Genugtuung machen möchte. Deshalb entwickeln wir Yorklev zu. Oh, jetzt ist es aber hässlich. Ich kenne die Namen, wie gesagt, nicht. Ich muss immer warten, bis das dasteht. Ich kann dann nur die erste Generation. Und Yorklev wird zu Terry Bark. Ja, das ist okay. Und für weitere 100 Bonbons könnt ihr also Terry Bark nochmal weiterentwickeln zu. Schreibt es mal in die Kommentare. Haltet das Video an der Stelle an. Schreibt es rein. Ich kann eh nicht nachprüfen, ob ihr bis zum Ende geguckt habt und es abgeschrieben habt oder an der Stelle. Deshalb Quatsch. Das hat auf jeden Fall einen genialen Ruf. Also das klingt schon mal brutal. Hat gar keinen Mund mehr, ne? Aber einen bösen Blick. Bismarck. So ähnlich wie Bismarck, ne? Bismarck. Der sieht hingegen wieder cool aus, finde ich. Hat auch irgendwie was von einer Seerobbe oder einem Seehund, obwohl es ja eigentlich ein normaler Hund sein soll. Habt ihr auch schon Bismarck entwickelt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem habt ihr schon Guck mal da entwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass das schon jeder hat. Der Ramses hängt halt wieder ein bisschen hinterher. Hat es jetzt aber gemacht und es werden demnächst noch ein paar andere Entwicklungsfolgen kommen mit ein paar richtig krassen Sachen. Dafür habe ich ja die ganzen Sonderbonbons. Über 400 hatte ich angespart, weil ich einfach nicht wusste, wohin. Aber das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Da kommt noch einiges auf euch zu. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt es mal rein, habt ihr die auch schon entwickelt? Und freut ihr euch auf Mewtwo mit Spukball? Freut ihr euch auf Giratina? Schreibt alles unten rein. Wie immer sind dann unten vielleicht zwei Kommentare. Einer vom Iswo und einer von mir selber. Hey, so muss es laufen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.